Brandenburgs Wirtschaft boomt, ob auf dem Land oder in der Stadt. Etablierte Unternehmen setzen Maßstäbe. Junge Wirtschaftsbranchen werden sesshaft. So wie bei der Kleb- und Gießharztechnik Dr. Ludek GmbH. Hier stimmt die Chemie. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, ist sich Wolfgang Ludek sicher. Vor 2 Jahren hat der Firmengründer sein Baby, die Kleb- und Gießharztechnik Dr. Ludek GmbH, verkauft. Nach 31 Jahren. Als Berater ist der 80-Jährige noch heute mitten im Geschehen und unterstützt die jungen Chemiker des Unternehmens. Ich finde es erstmal schon sehr gut, dass dieses Unternehmen auch schwierige Zeiten durchgestanden hat, dass es dabei immer eine gewisse Sicherheit gab hinsichtlich der Interessenten, die jetzt einen Bedarf an Klebstoffen, Gießharzen, Laminierharzen oder Sonderpolymeren hatten und dass hier der Bedarf dann entsprechend gedeckt werden konnte. Die Schwerpunkte des brandenburgischen Unternehmens liegen in der Entwicklung und Herstellung neuer Klebstoffe und Gießharze. Die vielen Erfahrungen haben zu stabilen Kooperationen geführt. Aufträge kommen vorrangig aus den Bereichen der Automobilindustrie, Elektronik und Elektrotechnik, aus der Medizin, dem Transportwesen und der Nahrungsmittelindustrie. Die Firma entwickelt ständig neue Werkstoffe und stellt Nischenprodukte her. Hier sind Innovation und Kreativität gefragt. Die Orientierung ist von Anfang an auf Sonderprodukte ausgerichtet gewesen. Die Forschung in der Firma nahm bisher mit über 50% den Löwenanteil ein. Für jeden Kunden wird das Wunschprodukt neu entwickelt, auf seine Bedürfnisse hin maßgefertigt. Das Know-how von Wolfgang Ludek und das der Mitarbeiter im Unternehmen wird mit jedem Auftrag neu auf die Probe gestellt. Die Produktion blieb bislang dahinter zurück. Die soll in den kommenden 5 Jahren weiter ausgebaut werden. Dabei ist vielleicht eins von Interesse, dass wir jetzt dahingehend eine Änderung der Ausrichtung vorgenommen haben, dass man vielleicht doch die Produktion, die letztendlich das Geld für einen gesunden Betrieb erwirtschaften muss, dass diese Produktion in den Vordergrund mehr gerückt wurde. Und das ist eigentlich ein wesentlicher Punkt für eine gute Betriebswirtschaft.